Geschlossen hat sich die CDU Nordrhein-Westfalen bei der Landesvertreterversammlung in Mülheim an der Ruhr gezeigt. Bei der Aufstellung der Landesliste waren sich 250 Delegierte einig. Von Nordrhein-Westfalen soll ein starkes Signal für die Bundestagswahl ausgehen. Deutschland ist in der Krise. Die Leute wollen jetzt keinen Wahlkampf, die wollen keinen parteipolitischen Streit. Die wollen antworten, wie Deutschland wieder aus dieser Krise herauskommt. Das alles muss wieder gerade gerückt werden. Soziale Marktwirtschaft heißt, wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen. Der Bundestagspräsident Norbert Lammert wurde mit dem Traumergebnis von 100% an die Spitze der Landesliste gewählt. Ich hätte auch mit ein paar Enthaltungen oder einzelnen Nein-Stimmen natürlich gut leben können. In dem Übrigen habe ich im Laufe meiner politischen Laufbahn ja auch schon andere Wahlergebnisse bekommen. Aber hier ist heute Morgen auch deutlich geworden, vielleicht auch gerade noch mal nach dem Hinweis des Landesvorsitzenden auf manche unnötige Turbulenzen auch in der eigenen Partei in den vergangenen Wochen, dass die Partei mit großer Geschlossenheit in diesen Wahlkampf geht. Der Ministerpräsident Jürgen Rüttgers machte in seiner starken Grundsatzrede klar, dass die CDU nur geschlossen erfolgreich sein kann. Wir haben den Mut zu klaren Standpunkten. Wir haben den Mut zu neuer Sachlichkeit. Liebe Freunde, es muss Schluss sein mit Streitereien in der CDU. Es muss Schluss sein mit dem ganzen Wahlkampfgerede. Das hilft uns nicht, das hilft nur den anderen. Wir sind die Partei, in der sich alle zu Hause fühlen können. Und das, liebe Freunde, das ist CDU pur. Stark aufgestellt, eben eine Partei der Mitte, wo die Menschen sich zu Hause fühlen können. 40% plus X, das ist das Ziel. Die CDU steht als letzte verbliebene Volkspartei für die Einheit der Gesellschaft. Und das mit starken Persönlichkeiten auf der Landesliste für die kommende Bundestagswahl im September 2009.